Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Brothers. Ich habe jetzt gar nicht so viel Zeit für lange Vorstellungen, weil wir immer noch versuchen müssen, uns aus den Klauen dieser gemeinen Spinne zu befreien. Und dazu wackeln wir jetzt erstmal ein bisschen rum. Wirst du wohl die Finger von unserem Bruder lassen, du freche Spinne, du? Ich weiß noch nicht genau, wie wir die guteste... Ach, hier kann man vielleicht mit dem Arm interagieren. Ah ja, Tatsache. Das sah aus, als hätte es wehgetan. Okay, wir... Oh. Mann, Mann, Mann. Aber da haben wir schon das nächste Beinchen. Dass wir hier mit methodischer Grausamkeit amputieren, aber auf ihn drauf kommt sie sowieso, glaube ich. Ja, da scheint es nicht viel Verteidigungsmöglichkeiten zu geben. Also das Gute ist, das hat wirklich Cooles an dem Spiel. Das ist die ganze Zeit super offensichtlich, was man macht. So. Man weiß immer, was man als nächstes machen muss. Also selbst jetzt hier der Bosskampf ist total intuitiv. Und jetzt kann sie schon gar nicht mehr klettern. Aber das letzte Beinchen muss jetzt leider auch noch weg. Oh, oh, oh. Das ist jetzt aber nicht gut. Jetzt haben wir noch jemanden, der bald stirbt. Eieieiei. Na, was will der? Wo glaubt der denn, dass er hingeht? Aber der kann nichts tun für uns. Weil wir auch schon super weit weg sind, denn nur mit Mühe überhaupt zu seinem Haus gekommen ist. Wir müssen jetzt schauen, dass wir hier so schnell wie möglich rauskommen, weil wie das immer so ist mit den mystischen Kreaturen, geht am Ende wahrscheinlich noch ihre Höhle auch kaputt. Wenn sie sich selber stirbt. Aber wir sind schon draußen. Und wir müssen jetzt... Ich weiß noch nicht, wie wir den jetzt wieder, was wir jetzt für unseren großen Bruder hier tun sollen, weil das sah ja schon... Ach, super. Das sah ja schon eher schmerzhaft aus. Okay, wo landen wir jetzt? Huh. Was ist das denn für ein Baum? Mystisch sieht der aus. Ist er das vielleicht schon? Ah, das kann sein, dass das schon der Heilungsbaum ist. Schön. Schauen wir mal. Da sind wir schon. Und ich vermute mal, dass wir jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden müssen, den Baum zu erklimmen, um da irgendeine Frucht oder die... Müssen wir jetzt den einen Bruder alleine steuern? Weil der andere gerade nicht weiter kann. Okay, bleib einfach. Der muss jetzt einfach kurz chillen und wir machen den Rest. Was ich jetzt fast vermute, was jetzt in dem Spiel schon passieren könnte, ist, dass es nur irgendwie eine Heilpflanze gibt oder so. Und wir uns jetzt dann entscheiden müssen, ob wir den Bruder oder den Vater heilen. Wobei ich ganz ehrlich sage, dass ich da immer den Bruder nehmen will. Also so wie es das Spiel ja auch vorsieht, weil
wenn man sich das jetzt anschaut, ich habe mit dem Vater noch nichts zu tun gehabt in dem Spiel, mit dem Bruder total viel schon interagiert. Und die Beziehung ist schon super wichtig. Wir kraxeln hier jetzt weiter unseren Baum hoch. Und das alles hoffentlich, bevor unser Vater und oder unser Bruder da unten den Löffel abgeben. Ach, da sieht man ihn genau. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo es hier lang geht, aber wir gehen jetzt erstmal hier lang. Und ich vermute, dass man da dann hochklettern kann, oder? Ja. Na, warum rutsche ich denn jetzt wieder ganz runter? Ha. Das probieren wir jetzt am besten nochmal. Ach, ich muss hoch in das Nest klettern, okay. Hat schon ein großes Nest. Ah ja, und das sieht aus, als wäre es das, wofür wir gekommen sind. Okay, das ist aber prinzipiell nicht so wenig, dass man da nur ein Fläschchen abfüllen kann. Also wenn das wirklich so eine tolle Heilquelle ist, könnte ich mir vorstellen, dass man damit auch beide heilen kann eigentlich. Außer das ist jetzt sowas, wo wir sie jetzt entweihen und dann kann man sie nicht mehr benutzen. Schauen wir mal. Aber ich vermute, dass wir jetzt da hinten lang müssen. Hui. Los geht die Rutschpartie im Baum. Oh oh. Also jetzt ziehen wir nicht erst tot, dann bin ich super pissed. Komm schon, Heilwasser. Lass mich jetzt nicht im Stich. Ach komm, oh Mann. Für manche Sachen kann halt auch wohl das Heilwasser nichts tun. Ah, es ist traurig jetzt. Oh Mann. Hä? Hat's doch funktioniert? Oder ist es wieder so eine Geistergeschichte? Nein. Ja. Ach, Mann. Soundtrack untermalt, das ist doch alles perfekt. Das ist jetzt wirklich... Das ist doch scheiße, sowas. Müssen wir hier noch unseren Bruder ein Grab ausheben? Damit es dem nicht so ergeht wie den Riesen aus dem Schlachtfeld, an denen sich die Geier und die Wölfe vergreifen. Jetzt erzähl mir bitte nicht, dass ich jetzt noch mit der Leiche interagieren muss oder so ein Quatsch.
Ja, es wirkt fast so. Habe ich gerade so ganz schelmisch mal mit den Controls des großen Bruders interagiert, aber da tut sich logischerweise nichts mehr. Dann bringen wir es mal hinter uns. Es ist echt. Es ist wirklich schlimm gerade, also ich finde es gerade echt scheiße. Der arme Kleine. Ich weiß noch nicht, wie der jetzt alleine zurückkommt. Aber er muss es ja schaffen. Auch für seinen Bruder. Müssen wir jetzt noch mit den Erdhügelchen interagieren? Oh Mann. So Verluste in der Familie und gerade wenn man, also so Eltern und so, ist auch wahnsinnig schlimm. Das glaube ich sofort. Aber wenn man in seinem Alter Leute, oder als vor allem hier den Bruder, das ist schon nochmal. Ich weiß nicht, das ist irgendwie eine andere Verbindung. Die Eltern sind auch unglaublich eng, aber mit dem Bruder, das ist schon Wahnsinn. Oh Mann. Nanu. Das ist aber nicht dasselbe wie von vorhin, oder? Also den wir schon. Ja, vielleicht doch, man weiß es nicht. Hat er sich wieder erholt? Für den Vater muss das jetzt aber auch schlimm sein. Ich glaube, das ist doch auch mit das Schlimmste, wenn man gerettet wird und sich dafür aber der eigene Sohn geopfert hat. Das ist, der Tod der Kinder ist für Eltern ja auch immer unvorstellbar belastend. Sehen wir jetzt noch mal so ein bisschen die ganze Spielwelt auf dem Rückflug. Da sind wir auch geflogen, aber zuerst ohne unseren Begleiter hier. Absolut souverän. Machen wir uns jetzt auf den Heimweg, um den Vater zu heilen, zum Glück, aber halt auch hier die schlimme Kunde zu überbringen. Wenn der Vater jetzt auch gestorben ist in der Zwischenzeit, dann ist, glaube ich, alles vorbei bei dem Jungen. Dann kann er auch direkt von der Klippe springen, wahrscheinlich. Also das wäre dann schon zu viel des Schlechten. Aber jetzt müssen wir uns auf jeden Fall erstmal aufmachen, um zu gucken, ob wir den Vater noch retten können. Natürlich auch im Namen des großen Bruders. Oh. Ich fühle mich jetzt direkt ein bisschen unvollständig, wo man das jetzt alles nur noch mit einem Finger
mit einer Hand steuern kann. Man hat sich dann doch so dran gewöhnt. Das da ist ja unser Haus. Aber wir müssen... Wir müssen mal gucken, wie wir alleine dann rüberkommen überhaupt. Weil da gab es ja auch die eine Stelle, wo man... Na, na. Die eine Stelle, wo man ja sich vom Bruder die Räuberleiter geben lassen musste. Und wesentlich gewachsen sind wir ja nicht in der Handlung jetzt hier, weil das hat jetzt auch höchstens ein, zwei Tage gedauert, das alles eigentlich. Aber wir laufen jetzt erstmal. Oh, oh. Müssen wir jetzt selber schwimmen? Ist der Bruder leider nicht mehr da, um uns zu tragen, aber. Wir werden unsere Ängste jetzt wohl überwinden müssen. Das hilft alles nichts, so. Das sind halt einfach die Sachen, auch die Themen, mit denen das Spiel hier auch auf wirklich schöne Art und Weise umgeht. Na komm jetzt. Weiß jetzt noch nicht. In die Richtung schüttelt er immer nur den Kopf. Komm, trau dich. Ach, muss man mit der Brudertaste das machen? Jetzt gerade muss ich die Interaktionstaste vom großen Bruder gedrückt halten und aber die Bewegungstaste vom kleinen Bruder. Und das symbolisiert praktisch, dass er sich an seinen Bruder erinnert und sich dann traut und seine Furcht überwindet. Was natürlich ein schönes Thema ist hier. Dass er eben, das hat ja auch mit Wachstum und Erwachsensein zu tun, dass man über sich selber hinauswächst. Und das haben wir vorher ja auch nicht gekonnt. Aber... Auch hier wächst der Kleine über sich hinaus. Und... Komm, das schaffst du. Ja, tatsächlich. Jetzt nichts wie rein da. Und hoffen, dass wir unseren Vater noch retten können, wenigstens. Jetzt hoffen wir mal, dass es nicht zu spät ist, weil das wäre natürlich total herzzerreißend. Und jetzt brechen wir erstmal zusammen vor Erschöpfung und Verzweiflung wahrscheinlich. Das ist das Problem. Wenn einem solche Sachen passieren, dann bleiben die Kinder halt keine Kinder, ne? Da wird man dann gezwungenermaßen schnell ein bisschen erwachsener zumindest.
Schauen wir doch mal hoch zu unserem Vater. Hätte man mit dem Steinhaufen interagieren können, das interessiert mich noch ganz kurz. Nee. Dann schauen wir jetzt noch mal hoch zu unserem Heimathaus. Da hinten am Grab sehe ich, glaube ich, auch schon den Vater. Und ich vermute mal, dass das jetzt die letzte Sequenz im Spiel ist. Dann schauen wir mal, was hier uns noch erzählt wird. Es endet im Prinzip, wie es angefangen hat, mit dem Jungen hier an dem Grabstein, nur dass jetzt halt auch noch einer dazugekommen ist. Das war's. Das war das Ende des Spiels. Wow. Es war jetzt kein langes Spiel oder so, wirklich nicht. Also wir waren jetzt in relativ wenig Folgen durch. Aber ich muss sagen, es hat mich ein bisschen berührt jetzt. Also es war schon so ein Spiel, wo man das einen mitnimmt auch, das einen abholt auf jeden Fall, auch emotional. Die Mechanik ist super intuitiv. Also es gibt tatsächlich nur 4 Bedienelemente. Und ich finde die Themen schön, die in dem Spiel behandelt werden, nämlich dieses, dass man, also dass halt die Realität so ist, also dass man sich der Realität nicht verschließen kann, dass es Verluste gibt im Leben, dass es Widrigkeiten gibt, aber dass man auch jetzt wie der kleine Bruder, dass man durch den Verlust auch stärker werden kann, dass man über sich hinauswachsen kann und dass einem das halt weiterhilft, um weiterzumachen, um weiterzuleben. Auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Mir hat's unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, das Spiel mit euch zu spielen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ja, ich lasse jetzt noch die Credits ein bisschen laufen, weil ich die Musik auch wirklich schön finde. Also insgesamt wirklich gelungenes Spiel und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play mit Totally Nuts. Bis dann.